So, meine Liebste, ich habe gedacht, ich drehe jetzt ein Video über Krampfadern, weil ich habe selber im Sommer beobachtet, wie viele Menschen Krampfadern haben. Und über natürlich Ursache habe ich schon ein Video gedreht. Du kannst in meinem Kanal das anzuschauen. Jetzt sage ich, auf was wir achten sollen, um das zu vermeiden oder das loszubringen. Und ich habe mir ein paar Notizen gemacht, dass ich einfach nichts weglasse. Gut, auf erster Stelle Vitamin E ist sehr, sehr wichtig. Wo bekommst du Vitamin E? Vitamin E in großer Menge ist drinnen im Zedernussöl, im Sprosslinie wie Buchweizen. Dann sehr wichtig Vitamin C. Vitamin C bekommst du aus Hagebutte, Weißkohl, Petersilikum, Grapefruit. Dann sehr wichtig Vitamin P, Rutin. Das ist, bekommst du aus Zedernüsse, Hagebutte, Grapefruit, Zitrone, Ebbeersche. Ebbeersche auch im Winter kannst du, wenn die Vögel haben nicht alles gefressen, kannst du auch holen alleine. Elastin ist sehr, sehr wichtig für unsere Gefäße. Das bekommst du nicht so aus pflanzlicher Welt, das produziert unser Körper. Aber zur Produktion vom Elastin braucht unser Körper Kupfer. Und was denkst du, wo ist Kupfer drinnen? In Zedernüsse. Dann brauchst du Ballaststoffe für Darmsystem, dass das Verdauungssystem besser arbeitet, weil dadurch kommen die Krampfadern. Und Ballaststoffe kommen aus Rohgemüsepflanzen. Gekochte Gemüsepflanzen bringen keine Ballaststoffe. Deswegen sehr wichtig Rohkostballaststoffe. Und dann 1,5 Liter Wasser am Tag, auch sehr, sehr wichtig. Und noch ein Hinweis, das ist Harz, Terpene. Terpene stabilisieren die Wände vom Gefäße und machen die auch elastisch. Deswegen Zedernussöl mit Harz ist auch sehr, sehr wichtig dabei. Was du vermeiden solltest, das ist tierische Produkte, das ist Fertigprodukte mit ganzen chemischen Stoffen, diese ganzen E-Artikel und natürlich Geschmackverstärker, auf jeden Fall ganzen Chemie weglassen, weil es ist Leber wird belastet und Krampfader, auch Probleme im Darmsystem und Leber. Dann die ganzen Gepäck, Brot, Brötchen, süßes Gepäck, Plätzchen, es ist sogar pures Gift für uns. Kaffee, Alkohol, das ist auch nicht gut für die Gefäße. So, nur dann, alles Gute dir und wir sehen uns bald. Mach's gut, ciao.